Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Escape from Tarkov, diesmal alleine. Wir kümmern uns um ein paar Quests, damit ich endlich Level 15 bin und auch endlich mal auf diesen verdammten Flohmarkt komme, bevor der nächste Wipe wieder am Start ist. Das wird mich nämlich ziemlich ankotzen. Ich glaube, aktuell sind wir Level 11. Das könnte sein. Und wir sind wieder... Oh, guck mal, da liegt einer. Ich habe einfach ein Adlerauge auf. Wir sind wieder auf... Oh, warte mal. Was ist hier denn los? Was sind wir da runter? Oh, so ist okay. Aktuell sind wir wieder auf... Streets unterwegs, denn... Okay. Denn zum einen müssen wir... 5 Scavs töten. Das kriegen wir hin. Und zum anderen müssen wir... nice. Aus Streets. Ah, scheiße. Entkommen. Und zwar aus dem... Aus dem Exit... Hinterhof. Ja, komm mal, lass mal... Sag ich mal. 4. Ich habe gelernt, 4 ist besser als 3. 3. It is what it is, würde ich sagen. Weg. Weg. 4. So. Dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt in den Kommentaren. Ich glaube auch, ich weiß, wo ich bin. So ungefähr zumindest. Und ich weiß, wo Hinterhof ist. Und ich weiß, dass es nicht immer offen ist, das Exit. Das sind schon mal viele Sachen, die ich weiß. Was ich nicht weiß, ist, ob wir da lebend hinkommen. Das ist halt schwierig, ne? Ach, guck mal an. So. Ja, nice. Dann machen wir uns mal langsam und gemütlich auf den Weg Richtung... Hinterhof. Vorher gucken wir mal, ob hier was zu looten ist. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Munition. Aber Munition wollen wir nicht. Oh. Das ist eine riesen Kiste, die könnten wir vielleicht looten. Kann nicht einklappen mehr. Easy. So machen wir das. Okay, gibt's hier noch was? Nö. Glaub nicht. Wo genau sind wir? Das kenne ich doch. Da vorne müssen wir links. Pass mal auf. Kann ich hier aus, ne? Und dann sind wir bei irgendeinem Exit, aber ich weiß nicht mehr bei welchem. Aber das finden wir gleich raus. Ja, gut. Okay, wir sind bei, diesem Cardinal Apartment Komplex. Das bedeutet, da vorne ist eine Querstraße und die müssten wir runter. Komplett bis zum Ende und dann links. Wie schlau ist es, auf der Hauptstraße entlang zu laufen? Wie schlau ist es? Ich habe übrigens diese Runde einen kleinen Rucksack dabei. Weil ich eigentlich nicht so hart looten wollte, sondern mich eher exitmäßig orientieren wollte. Ich will nämlich die Quest abschließen.
Also vielleicht nicht so hart, also klar wird gelootet, ne? Aber vielleicht nicht hauptaugenmerkmäßig, sondern eher gucken, dass wir nicht erschossen werden. Was schon mal eine Leistung wäre. Und dann auch noch bei dem richtigen Exit raus. Was eigentlich im Prinzip zu viel verlangt ist. Muss ich mitnehmen, ne? Da bleibt einem eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig. Komm mal schneller. Hat sich mal überhaupt nicht gelohnt. Das erste Hilfe. Hier natürlich so ein bisschen da hinten sneaky mäßig entlang sneaken. Wobei die Frage stellt sich, wie sneaky bin ich, wenn ich hier unter der Laterne rumlaufe? Hier ist schon sneakier. Ja, doch, ja. Dann könnten wir nämlich da hinten links durch und dann sind wir auch auf der Hauptstraße. Habt ihr das gehört? Ich höre nichts. Oh, scheiße. Ja, okay, ich hör was. Da schießt einer. Sag mal, jetzt geh doch mal hier raus, Junge. Was ist denn los? Das ist doch kein Zaun, da kannst du doch drüber laufen. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, pscht. Könnt mal um die Ecke lunzen. Komme ich hier durch? Ja, eigentlich schon, ne? Pass mal auf. Wir machen hier jetzt noch ein bisschen Hinterhof-Action. Und lauschen ab und zu mal. Ah, ich hab gedacht, da gäb's was zu looten. Kommen wir da vorne auf die Straße zurück, ja. Alter, hab ich mich eben erschrocken. Was das denn? Ja, komplett assi. Croutons. Nice. Was ist das denn für ein Spielplatz, ey? Nee. Wie, komm ich da nicht raus, oder was? Ach, komm schon. Ernsthaft nicht? Komm ich da drüber? Ja, sicher, oder? Oh, warte mal, da ist hier Scav-Lager und so. Nö, da, nö, nö. Aber da vorne ist eine Garage und in dieser Garage ist manchmal geiler Loot. Stimmt es so? Nö.
Hä, warum stimmt das denn nicht? So eine Scheiße. Okay, dann habe ich das vielleicht verwechselt. So. Hier gehen wir links. Oh, nee, warte mal, hier bin ich. Ich will hier gar nicht sein eigentlich, ne? Nee, hier will ich überhaupt gar nicht sein. Rumstehen ist dumm. Da drin sind Schritte. Was hast du denn, Boy? Naja, hier ist richtig dumm. Naja, ich bin dumm. Darum laufen wir da entlang. Easy, man muss nur dreist sein, das ist es. Oh, aber nicht zu dreist, ne? So, Kollege. Nice. Alter, was war das denn? Oh, so eine blöde Sau. Wir waren in der Nähe. Ich hätte diesen Motor nicht looten sollen, verdammt. Und da hängt sich wieder mein OBS auf. Warum auch immer, ich glaube, da muss ich mal Nachforschungen anstellen. So eine Scheiße. Oh, ich hätte den Motor nicht looten sollen, so eine Scheiße. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Ob wir das... Ach, guck mal, das waren Spieler. Ah, ich habe gedacht, das wären Scav gewesen. Gut. Trotzdem Scheiße. Und mit was hat er uns beworfen? Waren das Granaten oder war das ein... war das ein Granatlauncher? Das wäre ziemlich... Naja, egal. Nächste Runde. Gucken wir mal, ob ich es schaffe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn dem so ist, gerne ein Like, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.